Eine Baustelle im Frankenwald in Nordbayern. Und ein Konvoi aus Schwertransportern, der sich durch den Regen arbeitet. Hier im Landkreis Kronach, nördlich von Bayreuth, entsteht auf 650 Metern Höhe ein moderner Windpark. Entwickelt hat das Projekt mit Namen Hain Ost der Mannheimer Energieversorger MVV Energie. Die Detailplanung und die Realisierung kommen von JUWI. Thorsten Schneider von der MVV Energie und Daniel Koglin von JUWI leiten das Projekt. Wir befinden uns hier am Standort Hain Ost. Das ist ein EPC-Windkraftprojekt zusammen JUWI mit MVV. Hier befinden wir uns am Standort 1, laufen derzeit die Vorbereitungen für die Betonturmerrichtung. Und wir wollen bis Ende Oktober in etwa die folgenden 4, also insgesamt 5 Anlagen für die MVV stellen und in Betrieb nehmen. Hain Ost ist der erste Windpark, bei dem die MVV und JUWI ihre Kompetenzen bündeln. Allerdings beschränkt sich das Engagement für die Energiewende längst nicht auf den Bau dieses Turbinenquintetts. Rund 200 Kilometer vom Standort in Oberfranken entfernt, im MVV-Hochhaus am Mannheimer Luisenring, wissen die Kollegen von Thorsten Schneider sehr genau, worauf es bei der Direktvermarktung des Windstroms ankommt. Als einer der größten Energieversorger Deutschlands managt die MVV hier den Handel mit Wind- und Solarstrom. Rund 1300 Megawatt installierter Leistung haben Dirk Gabe und Matthias Kohl in ihrer Obhut, darunter zahlreiche von JUWI geplante und realisierte Wind- und Solarparks. Die Produktionsdaten von JUWI-Anlagen flimmern schon seit 2014 über die Bildschirme im Handelsraum der MVV Energie. Hier schlägt das Herz der Direktvermarktung und hier steuern die MVV-Experten täglich große Energiemengen. Ein Kunststück angesichts der vielen Vorgaben und Herausforderungen. Es sind im Grunde 3 Punkte zu nennen. Das erste sind die ständig wechselnden regulatorischen Rahmenbedingungen, vornehmlich aus dem Erneuerbaren Energiengesetz. Dann die Stammdatenproblematik. Wir haben also deutlich mehr Stammdaten, die wir handeln müssen bei erneuerbaren Anlagen als bei konventionellen Anlagen, die wir in der Vermarktung haben. Und das dritte ist die Verfügbarkeit und die Prognose der Anlagen. Da haben wir einen deutlich höheren Aufwand, den wir dann mit eigenen Prognoseteams, Prognosedienstleistern und einem virtuellen Kraftwerk handeln, über das wir dann die Energiemengen in den Markt bringen. Nicht von ungefähr nutzen die Anlagenbetreiber die Kompetenzen der MVV. Denn? Ja, wir sind aktuell der größte deutsche Direktvermarkter. Wir haben eine ausgezeichnete, exzellente Bonität, was im Direktvermarktungsgeschäft sehr wichtig ist. Und wir haben aufgrund unserer Historie die Kompetenz von der Einspeiseseite bis hin zur Lieferung an den Letztkunden. Von der Einspeisung bis zur Vermarktung, von der Baustelle bis zur Strombörse. Auch die Kilowattstunden aus den Anlagen in Hain Ost werden künftig im Handelsraum der MVV Energie in Mannheim vermarktet. Hier schließt sich der Kreis. Die MVV und JUWI decken damit eine Wertschöpfungskette ab, die bislang einmalig ist in der deutschen Energiebranche.